Ich habe Bock auf ein bestimmtes Video. Der liebe Need to Know hat ein Video hochgeladen. Also, falls ihr Need to Know nicht kennt, ich teile mit ihm ein Office. Also, er sitzt gerade da im Nebenraum und streamt da sogar gerade. Deswegen erlebe ich diesen Mann jeden Tag. Er hat ein Video rausgebracht. Ich packe Fanpakete in der Wüste aus. Und dieser Mann hat wirklich die letzten 3 Monate nichts anderes gemacht, außer dieses Video. Dementsprechend, Abfahrt, auch ich will gar nicht sagen, wie lange er in diesem Thumbnail saß. Aber deswegen, Abfahrt, let's go. Rein in das Video. Ich habe sehr Bock drauf. Heute packe ich... Ich glaube, es wird sehr geil, das Video. Am heißesten Nordägyptens Fanpakete aus. Mitten in der Wüste. Wir haben gerade Hochsommer und es werden in der Sahara bis zu 50 Grad. Auch vor allem, auch geil, er hat das Video wirklich im August gedreht. Wir haben mittlerweile Ende Dezember, ist einfach so geil. Studien hält ein Mensch bei dieser Hitze nur bis zu 20 Minuten aus. Und ich will beweisen, dass ich es länger kann. Okay. Alhamdulillah. Inshallah, dass wir die Wüste finden werden. Okay, dann lass uns mal hinlaufen. Auch geil. Inshallah, dass wir die Wüste finden werden. Bro, Ägypten besteht fast nur aus Wüste. Der heißeste Ort von Ägypten befindet sich mitten in der Sahara. Und desto weiter wir die Wüste reinlaufen, desto heißer wird es. Also, let's go. So eine Scheißidee. Vor allem, er läuft einfach mit fucking wie heißt das Ding hier nochmal? Wie heißen die Schuhe nochmal? Mit Birkenstocks, ihr seht's gar nicht. Er läuft auch mit Birkenstocks, Freunde. Es ist so heiß. Die Sonne ist so heiß. Ja. Nein, du hast recht. Ich darf nicht vergessen, warum ich es tue. Der Grund, warum ich mir das eigentlich antue, ist meine Mutter. Okay. Jedes Jahr, jeden Sommer. Oh nein! Was sind das für Aufnahmen? Mit dieser Scheiße eincremen! Ich mach das nicht auf meiner Haut, das wird sich so ekelhaft an, wirklich, ich hasse es so sehr. Bro, Bruder, du kriegst einen Übersonnenbrand, wenn du es nicht drauf machst. Aber ich habe Sonnencreme auch gehasst, immer wenn es so vor allem ins Auge lief und das ganze Auge dann getränt hat und gebrannt hat, aua. Einen Scheiß werde ich das auf meiner Haut machen und ich... Kannst du mal wieder mit Lilly streamen? Ich frag sie mal, ob sie Bock hat. Mama. Gerne. Heute ist der Tag. Ich werde zum heißesten Ort der Sahara hinreisen und werde mich nicht eincremen. Alright. 88 Millionen hat er auf seine Mom gesetzt. Okay. Übrigens, seine Mom ist übrigens eine der süßesten Frauen auf dem Planeten. Wir haben ja schon manchmal hier so Office-Partys gemacht. Und wirklich, diese Frau hat uns einfach immer so geiles Essen gekocht. Wirklich, diese Mutter, seine Mutter ist einfach eine der süßesten Personen auf diesem goddamn Planet. Die hat immer so süß für uns gekocht, die hat immer so, ah, wirklich, immer nice, immer nice. Alter, was wir für ein Fest mal schon von ihr bekommen haben. Warte, ich blende euch hier ein, was diese Mom schon für uns gekocht hat. So geil. Um von Kairo aus in die Wüste zu gelangen, muss man an den Pyramiden vorbei, wo an jedem Eingang Security steht. Oh oh. Aber es gab ein Problem. Wisst ihr, wonach die Security schaut? Scheiße, Kameras bestimmt. Ich glaube, die Pyramiden darf man nicht filmen. Nicht nach Drogen, auch nicht nach Waffen, sondern nach Kameras. Egypt is a very difficult place to film. Die ägyptischen Behörden wollen auf gar keinen Fall, dass du bei den Pyramiden filmst, weil es dort maßlos schmutzig ist. Überall Müll, Tiere, die verhungern und tote Pferde, die einfach auf Müllhaufen geworfen werden. Okay, WTF. Und rat halbe Tierdoku. Mal, wer Kameras dabei hatte. Also haben wir unser gesamtes Equipment in unsere Tasche gesteckt und hoffen jetzt nur, dass wir nicht kontrolliert werden. Wir gehen jetzt gerade. Zehner wird er kontrolliert. Auf ganz sneaky angelehnt durch die Security. Ich hoffe, wir kommen da durch. Wir müssen gleich kurz die Kamera ausmachen, weil die unsere Sachen kontrollieren. Sorry? An die Kameras? No. Bro, er lügt auch noch an! Ah! Warte, ich geh kurz rüber zu Elias und gib ihm Backpfeife dafür, dass er den scheiß Security-Mann anlügt. Das geht doch nicht! Wartet! Hallo, alter Freund. Rob, mein Rentier, mein Löwe, mein Bär! Was? Securities an? Was? Lügst du einfach Securities an? Wie, Securities? Ich hab dich ganz klar gefragt, ob du eine Kamera dabei hast. Hast du ihn einfach angelogen? Wer hatte bei dem Video? Ja. Wer hatte das denn gefragt? Der Security-Mann hat gefragt, ob du eine Kamera dabei hast. Du sagst einfach nein. Ach so, ja, ich hab ihn angelogen. Wir haben gerade Streamception. Ich stream da drüben, meinen Stream, wie ich hier rüber gehe und dir jetzt eine Backpfeife gebe. Ey! Dafür, dass du die Security anlügst. Hä? Ich hatte... Der wollte mich verhaften.
Natürlich sage ich, dass ich keine Kamera dabei habe. Geh jetzt raus. Geh, ich guck jetzt weiter. Der sagt, ich hab... Lügner. Du lügst einfach Security an. Der macht auch nur seinen Job. Ich hab... Ja, aber... Ich wollte ja filmen. Lügen darf man nicht sagen. Lügen darf man nicht sagen. Ich wollte filmen, Lügen deswegen... Lügen darf man nicht sagen. Alter! Geh raus! Ey! Was ist das? Du hast mich mit einem Zigarrenbörek beworfen. Mit einem Börek? Mit meinem Zigarrenbörek. Das ist da Spinat drin und Feta-Käse. Lügen darf man nicht sagen. Ich glaube, er wusste nicht, dass das Essen ist, sonst hätte er es nicht geworfen. Sowas würde er nicht machen. Scheiße, es war Essen. Ja gut, jetzt ist mein Tisch vollgekrümelt damit. Okay, Freunde, wir gucken Video weiter. No cameras? No. English? Yeah, only English. Let me look in your bag. Just cameras? Yeah, but I need them to... No. Cameras, stay here. No camera in pyramid. Give me the cameras. Sorry, I need them for... No! Oha, der wird einfach aggressiv. They stay here. Okay? Okay. Scheiße, Mann. Aber hat Elias nicht noch iPhone dabei? Wir hatten Pech. Was sie aber vergessen haben, ist mein kleines Lavalier-Mikrofon. Oh, das Lavalier-Mikrofon nimmt ohne Kamera auf. Das kann man also einstellen, dass es halt ohne Kameras aufnehmen kann. Mein iPhone. Am schlauesten wäre es, jetzt auf gar keinen Fall zu filmen, bis wir aus dem Pyramidengebiet wieder raus sind, weil die sind sauer. Boah, der Typ ist richtig sauer. Aber ich war's auch. Was fällt dem ein, einfach meine Kamera wegzunehmen und am allerschlimmsten, dass er mich anschreit? Ich hasse es, angeschrien zu werden. No! They stay here. Aus Prinzip werde ich jetzt zwei kleine Pakete vor den Pyramiden öffnen und danach laufe ich die Wüste rein. Der Mann ist richtig sauer. Ich werde die ägyptische Behörde genau da treffen, wo sie am verwundbarsten sind. Dieser Hund. Ich liebe den Hund. Ja, wenn man da hochklettert, ne, dann kommt man 3 Jahre in den Knast. Soll machen? Ich hab das erschossen. Direkt Arsch. Die stehen da mit Sniper da. Also habe ich... Aber Pyramiden sehen schon cool aus, muss ich sagen. Ein paar Ägypter gefragt, wo man hier am besten unerwischt die Pyramiden filmen kann, aber niemand wollte mir weiterhelfen. Bis wir auf einen Kameltreiber trafen, den ich erstmal Amelie nenne, weil wenn ich seinen echten Namen nenne, wird er wahrscheinlich von einer ägyptischen Sniper erschossen. Also der meinte, die einzige Möglichkeit, Pyramiden unerwischt zu filmen, ist auf einer Location weiter abgelegen. Dort kommt man aber nur mit Kamelen hin. Also müssen wir jetzt zu Kamelen laufen, die uns dann weiter zur Location bringen. Und dann ab zu den lebensgefährlichen 50 Grad. So, wir sind wie gesagt gerade durch die Security gekommen. Die darf man gar nicht filmen, das ist top secret. Wir filmen gerade mit Handy und alles. Alles haben wir zurücklassen müssen, das holen wir später ab. Wir müssen noch ein relativ weites Stück zu den Pyramiden, wenn wir die richtig drauf bekommen wollen. Ey, danke für deine Bits. Der Typ hat nicht mal Angst vor Gott. Nee, wirklich nicht. Need to know. Hat wirklich vor nichts Angst. Wirklich, wirklich nicht. Egypt is really fun. As soon as I started vlogging, I was immediately surrounded by Egyptian police officers. You're not supposed to take any pictures inside the pyramid. We got stopped by police. Light. Du hast das Brötchen, ja. Das? Ja. Das hat meine Mutter mir angepackt. Oh, wirklich, seine Mama macht so geiles Essen. Bis nach Ägypten. Ja, die hat mir halt eine Brotdose mit... Digga, was ist denn sein Problem, Alter? Ich kann wirklich nicht mehr weiterlaufen. Ich bin komplett ehrlich, Alter. Wir haben jetzt... Dieses Thermometer. Alles an diesem Video ist so cursed. 30 Grad. Bei 38 Grad soll man laut Studien einen Hitzestich bekommen. Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit. Bisher geht's mir gut. Kacke. Ich bin nur saumüde und mir ist heiß. Ich kann nicht mehr. Müssen wir wirklich noch weiterlaufen? Ich kann nicht mehr laufen, Alter. Bro, was ist da? Oro, let's go. Das ist unsere letzte Tour. Wir müssen ungefähr 30 Minuten fahren, um zu einer Location zu kommen, wo wir die Pakete auspacken dürfen. Das sind schon die Pyramiden. Deswegen müssen wir ein bisschen undercover, nicht so lang und nicht so laut filmen. Und dann kommen wir da an, weil der liebe Otto bringt uns einfach hin. Otto, Alter, ich liebe dich so sehr, Otto. Hallo. Alter, es ist so warm. So, there's no video from the pyramids, unfortunately. Alle sagen, niemals vloggen, niemals vloggen. Was macht Need to Know? Nur vloggen. No camera in Pyramid.
Bro, guck mal, wie weit wir schon von der Stadt einfach entfernt sind. Wenn uns irgendwie diese Kamele abhauen oder so, sind wir tot, ne? Und wir kommen mit dieser Hitze kommen wir nicht wieder ins Leben zurück. Gut zu wissen. Bleib hier! Digga, ich kann nicht mehr. Wirklich, dieses Video, Mann. Können wir wieder zurückfahren? Otto, kannst du sie wieder zurückbringen? Otto, Otto, hör mir mal zu, Otto, Otto. Kannst du zurückfahren, Otto? Warum hat Otto eigentlich so eine. Warum hat der eigentlich so eine Dings auf dem Kopf? So eine Erdbeere? Ich bin kein Auto, du Doofkopf. Der hört nicht, Alter. Der fährt uns immer nur weiter in die Wüste rein. Bist du taub? Ich kann nicht mehr. Wir sind jetzt schon 30 Minuten unterwegs. Länger sogar. Eine Stunde, zwei. Otto, bitte bring uns schnell. Wir sind schon 3 Minuten unterwegs. Länger sogar noch eine Stunde, zwei. Dahin, Otto. Ich kann nicht mehr. So heim. Scheiße, Mann. Der Mann stirbt bald. Aber sie sind gleich da. Elias, du bist gleich da. Okay, wir sind jetzt bei der Location angekommen. Mit dem süßen Bree, mein lieber Otto hat mich einfach gebracht. Halt ihn, Maul. Wir packen jetzt endlich die 2 Pakete aus. Ich bin. Mann, ich habe mir die Wüste so richtig so nice vorgestellt. So richtig schön geiler Sand. Aber es ist halt voll steinig hier so. Ist doch voll scheiße da. Ich dachte, die Wüste wäre so mehr so orange und cooler und nicht so steinig, so Steinwüste, so ill. Ich bin sehr gespannt, ob wir, bevor wir die alle ausgepackt haben, erschossen werden. Bro, wenn da irgendeine Scheiße drin ist, ne? Und wir sind hier umsonst hingelaufen mit dem armen Kamel. Wir packen erstmal das erste Paket aus. Oh, wo geht das denn auf, Digga? Oh, oh, das ist sehr übel. Da ist Konfetti drin. Junge, warum müssen Leute immer irgendeine Scheiße da reinpacken? Junge, wenn hier Konfetti drin ist, das macht Spuren, ne? Die Behörden? Oh, 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 oh. Die sind hinter uns her, Alter, die werden... Oh, Digga, was ist das für ein Bild? Alter, die werden uns abschießen, Alter. Mir geht's gar nicht gut. Ich glaube, die Säule tut mir gar nicht gut. Das ist eine Taube, Alter. Ich sag euch eins, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich mich nicht die ganze Zeit so penetrant über die Polizei hier lustig gemacht. Weil das wird noch heftig auf mich zurückkommen. Oh oh, Polizei kommt. Wir haben hier einmal einen sehr süßen, süßen Brief. Da sind Pferde drauf. Ich hoffe, dir gefällt mein Paket, aber ich bin sehr enttäuscht von dir, weil du mir nicht mehr auf Instagram antwortest. Ist mir egal. Scheiß antworte ich dir. Du bist ein Pferdemädchen, das soll ich dir jetzt auf Instagram schreiben werde. Oh. Oha, Digga. Einfach seine... Ich glaube, Need to Know hasst seine Zuschauer. Ich glaube, der Mann hasst seine Zuschauer. Oh, das ist ein Handtuch, glaube ich. Das musst du in Wasser legen. Zum Glück haben wir ganz viel Wasser hier, Alter. Hast du noch einen Schluck Wasser? Können wir das da drauf kippen? Oh, das geht sogar wirklich, oder? Diese Mucke, oh diese Unterwassermusikmucke. Ich sehe gerade gar nichts, mein Auge ist so tot, da ist nur Sand drin, mir ist so heiß, es ist 40 Grad, ich werde so sterben, die Kamele. Alter, wenn die Kamele uns wegrennen, sind wir tot. Ne? Ohne Kamele sind wir am Arsch. Bitte bleib da, okay? Otto! Otto hat gar keinen Bock. Wir haben hier einmal Einhorn-Pudding oder was auch immer das sein soll. Das ist halt, Bro, was soll ich hiermit, Alter? Was machen wir jetzt hiermit? Wir haben hier dann auch nochmal Lippenstift oder was auch immer das sein soll. Geil. Das ist, glaube ich. Ich glaube hier die Lippen, oder? When I met you in the sun. Sollen wir Kamel damit? Was war das für ein Sound? Hold up, damn it. Hey, das ist ein Kaugummi, das ist nicht für die Lippen. Das ist ein Kamel. Ich hör gleich ab. Als ob es Kaugummi ist. Das ist doch für die Lippen. Lippenbalsam. Bah, Bro. Er beißt einfach ab, so ekelhaft. Wie? Du Ekliger, Digga. Du Ekliger. Lippenbalsam Erdbeere. Heißt Erdbeere, dass man das essen kann oder dass es nach Erdbeere schmeckt? Ratet mal, was ich jetzt damit mache. Was wird diese Figur? So, das Kneten. So, hier kommt der Rücken. Was haben die nochmal für ein Gesicht? Die haben nur so eine Maske, ne? Among Us? Digga, was ist das da? Stark. Was? Nicht. Amorgus. Einfach Amorgus. Vielen lieben Dank für dein Paket. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten. Das ist das hier. Lieber Elias, ich möchte mich sehr dafür entschuldigen, welche illegalen Dinge ich gemacht habe. Was? Einmal Lollis und M&M's sogar, die wahrscheinlich richtig geschmolzen sind. Oh, die M&M's müssen jetzt richtig eklig sein, Digga. Ich probier mal einen. Okay. Kamel fällt einfach runter. Da unten sind die viel feuchter. Ja, schmeckt halt okay. Okay, die Sounds sind geil. Ich probier den mal. Hör, das hab ich auch! Red Bull, Bruder. Ist halt übel warm, aber es ist halt okay. Soweit waren das jetzt alle Pakete. Wir gehen jetzt weiter direkt in die Wüste rein und machen da die restlichen 4 Pakete auf. Wir haben es jetzt hier endlich geschafft. Oh, was macht Otto gleich? Damit wir direkt
Weiter kannst du den 50 Grad. Bro, wir sind fertig. Kannst uns weiterbringen? Dankeschön. Der Brief fährt uns jetzt in die Wüste rein. Es ist noch relativ weit bis dahin. Aber wir machen das schon. Okay. Das war alles, glaube ich. Otto? Otto, was machst du? Otto, was wird das? Was? Ey, was wird das? Otto, hier steht... Was? Wohin geht der? Otto, rennt weg! Komm hier! Nein, nein, nein! Oh, oh, was macht Otto? Mach die Kamera an, mach die Kamera an! Schnell, er läuft weg! Bro, ohne Kamera sind wir am Arsch, Alter! Warum rennt Otto jetzt weg? Otto, Bro, was wird das? Digga, Otto! Otto, Bro, was macht ihr? Bro! Bro, bleib hier! Digga, bleib bei mir! Otto! Warum rennt das Kamel weg, hä? Otto! Bro, ohne Kamel sind wir dead. Wir sind irgendwo in der Wüste, ne? Junge, es rennt mir noch das Kamel davon. Hey, warum rennt es weg? For real? Es wird nichts. Wir sind am Arsch. Das Kamel ist abgehauen. Wir sind schon viel zu weit von Kairo entfernt. Oh, Kairo, das ist schon echt weit weg. Sieht nah aus, aber es ist echt weit weg, glaube ich. Dann müssen wir jetzt zu Fuß weiter die Wüste rein. Ja, das halte ich auch für eine gute Idee. Zu Fuß weiter in die Wüste gehen, das ist eine gute Idee. Vor unsere Sachen stehen nur noch da hinten. Nicht, dass ein Kamel jetzt gefressen hat oder so. Wir haben so viel gemeinsam durchgemacht. Der arme Otto. Was soll denn das? Mann! Scheiße. Junge, was rennt hier? Ist einfach Otto weg, Digga. Was rennt er weg? Warum rennt Otto weg? Dieses Selfie. Oh mein Gott, Digga. Bro. Digga, was soll die Scheiße, Alter? Wir sind hier mitten in der Wüste. Es ist 40 Grad. Ich habe mich nicht eingecremt. Ist mir egal. Ich werde mich auch nicht eincremen. Kannst du vergessen. Oha, 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 oha. Ich zieh durch. Wir gehen jetzt in die Sahara bei 50 Grad. Wir ziehen uns einfach durch, Digga. Wir sind jetzt bei einer Oase, ein riesiges Meer. Bruder. And I met you in the summer. Freunde, bin ich eigentlich der Einzige, der sich Oasen nicht so vorstellt wie hier? Ich stelle mir eine Oase so vor. So eine richtige Klischee-Oase oder sowas hier halt. So richtig geiles, klares Wasser, so Trinkwasser, so geile Palmen drumherum. Die Stars, vielleicht noch ein bisschen Eis oder sowas noch in der Mitte. So, aber doch nicht das hier. Das ist doch läppsch. Das ist eine Oase. Das ist läppsch. Naja. Ich hab schon gewusst, dass es warm sein wird, aber jetzt nicht so warm. Wir haben 42 Grad gerade. Meine Haut brennt wie verrückt. Also Teppich tut mir auch gar nicht gut. Wir sind einmal komplett rum, um in die Wüste zu gelangen. Oha. Ich hätte, um ehrlich zu sein, nicht gedacht, dass es so schmutzig ist in Ägypten. Ich dachte immer so Tourismus und so, aber ist gar nicht so. In Kairo ist es so ekelhaft schmutzig. Überall liegt irgendeine Kacke rum. Geil. Ich kann wirklich nicht mehr. Können wir nicht so ein Taxi nehmen? Guck mal, können wir nicht den nehmen? Hallo. Oh. Hier ist die wunderschöne Oase. Ah, Ivi, das sieht auch richtig eklig hier aus. Bruder, das ist doch keine Oase mit diesem Schmand hier. Das ist doch einfach nur Pfui. Wo der Guide erzählt hat, das ist da süß. Alter, das ist einfach nur Pfui, Alter. Das ist doch, bah. Nein, Bruder, das ist eine Oase. Doch nicht das hier. Das hier ist eine Oase. Elias, mach mir nicht mein Weltbild kaputt. Süß und Salzwasser gemischt gibt. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das probieren möchte. Bah. Es sieht sehr, sehr schön aus. Okay, lass mal Sachen wieder nehmen und dann weiterlaufen. Wir laufen jetzt da die Wüste rein, da ist der Wüstenanfang. Es sind nur noch ein paar Kilometer. Dann haben wir es endlich geschafft. Aber ist es sicher? Also kann da nichts passieren? Natürlich kann da was passieren. Also sind schon Skorpione und Schlangen und es ist halt heiß. Also wenn einer von uns umfällt, ist es halt... Hä? Elias Lügner. Er hat Sonnencreme. Er hat Sonnencreme dran. Lügner. Noch Doppellügner. Nicht gut, aber ich habe halt die Notfalltüte da, die Notfalltasche dabei. Ja, was ist da drin in der Notfalltüte? Ja, wenn es halt ein Notfall ist, sage ich dir, was da drin ist. Sag's mir halt jetzt. Elias, wir haben kein Wasser mehr. Wenn wir da umfallen, dann ist es vorbei.
Also Real Talk. Ich bin mir auch sicher, dass da drin kein Empfang ist. Komm jetzt einfach. Nein, ich gehe nur mit, wenn du mir sagst, was da drin ist. Jetzt komm bitte. Nein, sag mir erst, was die Sonne geht. Ich gehe sonst nicht mit. Okay, ich zeig dir dann, was da drin ist, okay? Ich habe eine Notfalltüte dabei, eine Notfalltasche und du wirst sehen. Einfach ein scheiß Pflaster, Alter. Das ist meine Notfalltasche. Das ist ein Pflaster. Willst du mich verarschen? Junge, das ist doch ein Pflaster. Nein, ich geh so nicht mit. Junge, wenn wir in der Wüste sind, wie machen, wenn du die wehtust, hab ich ein Pflaster dabei. Das ist ein scheiß Tom & Jerry Pflaster, was ist das? Ich hatte nichts anderes mehr und ich hatte keine Zeit mehr, was einzukaufen, okay? Das ist genug. Nein, jetzt komm bitte. Nein. Das ist genug. Nein. Bitte komm, wir müssen in die Wüste rein. Nein. Bitte. Ich geh nicht mit. Okay. Dann werde ich erzählen, dass... Ah, das ist ein Fliege! Versprochen, es wird wirklich nichts passieren. Bitte komm. Ey, ich glaub dir das nicht. Bitte, es wird wirklich nichts passieren. Wir sind nur da und dann laufen wir zurück. Bitte, ich will nur... Okay, und wenn du umfällst, was mache ich dann? Ich will nur meiner Mutter beweisen, dass ich ohne Sonnenbrand rauskomme. Wenn wir umfallen, ist okay, dann rufe ich halt die Polizei. Also bitte komm. Kommst du mit? Dein ganzer Stuff liegt zwar noch da, aber... Ey, ich lauf einfach weg, wenn du umfällst. Das ist mir egal. Ich lass dich einfach liegen. Hä, dann, ja, dann, okay. Abgemacht. Okay. Abgemacht. Okay. Liegen. Dann lass mich einfach liegen, aber ich werde dir versprechen, es wird nichts passieren. Okay, komm, wir gehen jetzt einfach hin. Okay. Digga, dieses Video killt mich einfach, dieses Video killt mich. Ich bin ein bisschen hell, oder? Chat, ich bin, sehe ein bisschen hell aus hier in meiner Kamera. Jawohl. Okay. Wir sind jetzt schon relativ weit gelaufen. Boah, 47 Grad, Maschallah. Dort war der Wüstenanfang bei den Pflanzen. Ab 45 Grad fangen an, sich die Proteine in deinem Körper zu detonieren. Das heißt, die versagen dann einfach, die sterben ab. Aber wir bringen es noch zu den 50 Grad, die laut Studien anscheinend lebensgefährlich sein sollen. Ach, halt dein Maul. Ja, Bruder, wenn du 45 Grad in dir drin bist, gehen deine Proteine kaputt. Aber wenn du 45 Grad in dir hast, mein Jung, dann bist du eh tot. Ich glaube, ab 43 Grad ist man dead oder sowas. Alter, ich gehe da einfach hin, ohne mich einzucremen. Kannst mich mal. Wir schaffen das. Wir haben jetzt mittlerweile 48 Grad in der prallen Sonne. Krank, Alter. Es ist okay, wenn der Wind gut weht, aber sobald es windstill ist, ist es unerträglich, um ehrlich zu sein. Wir laufen jetzt noch straight bis da hinten hin, bis wir die 50 Grad erreicht haben. Und dann packe ich die Pakete aus. Das schützt mich auch ein wenig zum Glück. Von daher habe ich da einen kleinen Vorteil mit. Aber wenn wir dann bei der 50 Grad angekommen sind, werde ich das ausziehen. Ich werde die 20 Minuten durchhalten in der Sonne. Das sieht doch schön aus. Bruder, die sind auch wirklich in der Mittagshitze, ne? Du siehst ja, die Sonne kommt von sehr, sehr weit oben. Also von quasi direkt oben. Das ist wirklich Mittagshitze. Das ist so, ich denke mal so 2 Uhr einfach. Alter, die sind krank. Aber Wüste sieht dort schön aus, muss ich sagen. Oh mein Gott, wie tief geht's hier runter? Wie soll ich das jetzt machen? Ich nehme den Teppich einfach. Ja, machst du noch so eine Rutsch runter. Oh mein Gott. Okay, mal gucken, ob das geht. Oha! Okay, scheiße, das funktioniert doch nicht. Eigentlich lebensmüde. Ja, das Ding ist, guck mal, man muss mal so sagen, die sagen das jetzt im Video so, dies, das, wir machen das so, ne? Aber das ist halt ein Comedy-Video-Chat. Man muss immer sagen, Elias war da in keiner Situation in Lebensgefahr. Nicht andersweise. Der weiß, wie man Dinge verpacken kann. Der hat sich Gedanken vorher gemacht. Und natürlich bringt der bestimmte Dinge anders rüber. Das nur kurz als Erklärung hier ganz kurz einmal, damit ihr euch keine Sorgen macht. Aber jetzt liege ich nur in der prallenden Sonne. Ohne Wasser. Boah, das Video erinnert mich so ein bisschen an die Folge von Avatar in der Wüste, als sie Appa verloren haben und dann zu Fuß die Wüste, in der Wüste rauskommen müssen. Wie geht's dir? Miserabel. Miserabel, ist dir zu heiß? Ja, viel. Scheiße. Es wird immer heißer. Das war so eine scheiß Idee. Es ist so ein Sandsegler, genau, ein Sandsegler. So heiß. Sind wir schon bei den 50 Grad? Ich will mal nachgucken. Noch nicht. Ich werde bis da oben. Bis da oben hinlaufen. Und diese Pakete werden ausgepackt. Nein! Nein! Der Mann kann nicht mehr, der Mann ist dead. Es ist so warm. Hast du was zu trinken? Nein. Wie nein? Wir haben die vergessen.
Ich mach die Augen zu. Wenn ich wieder wach werde, haben wir Glück. Wenn nicht, ist das auch okay. Ich gib's auf, ich lauf nicht mehr weiter. Das ist viel zu heiß. Ich kann nicht mehr einen Schritt laufen. Ich kann wirklich nicht mehr ein. Guck mal, wenn irgendwas passiert, wenn irgendjemand von uns abkackt, sind wir halt tot, ne? Komm, Elias, ich muss auch nach Hause. Komm. Wir kommen nicht mehr nach Hause, wir sind tot, wir sind mitten in einer Wüste. Verstehst du das nicht? Was verstehst du da nicht? Es ist fast 50 Grad, wir überleben das nicht. Schaffen das nicht. Der Sand ist so heiß, meine Hände brennen, meine Haut tut weh. Kannst du mich zurück nach Hause tragen? Oh nein, der Arme. Oh, er lippt sich. Er geht die ganze Zeit mit der Zunge über die Lippen. Bruder, die Lippen sind danach so safe, so ausgetrocknet. Ich schaff das! Ich mach das! Egal wie viel Grad wir haben. 49 Grad! Wir haben 49, nur noch einen weiteren Grad. Ich werde das einfach hinlaufen, ist mir egal. Und dann werde ich es dir beweisen, Mama. Auch ohne Sonnencreme werde ich keinen Sonnenbrand bekommen. Diese verdammten 20 Minuten da aushalten, Peanuts, werde ich schaffen. Und die geben nicht auf. Wir schlafen jetzt hier. Ich pack keine Pakete aus. Das ist eh nur Kacke. Was ist, wenn da was zu trinken drin ist? Pack die jetzt hier einfach aus. Nein, Elias, wir müssen wirklich zur Location. Ja. Oh, was, wenn da was zu trinken drin ist? True, Digga, true. Ihr sagt 50 Grad. Nein, ich pack das jetzt hier aus! Nein! Ich pack das jetzt hier aus! Mir ist egal! Bleib da! Okay, nein, Pack. Elias. Pack Opening in der Wüste. Denk an deine Mutter, denk an Sonnencreme. Diese Story hinter diesem Pack-Opening, Alter. Gut, wir machen noch zu dem Berg. Und wenn es da keine 50 Grad sind, ist mir das egal. Mein Kamel ist abgehauen, der Otto. Warum hat man in Ägypten die Temperatur so heiß gemacht? Verstehst nicht. Wer dachte sich, es ist eine gute Idee, Sand hinzulegen? Meine Idee war das auf jeden Fall nicht. Ich kann wirklich nicht mehr. Können wir nach Hause gehen einfach? Können wir nach Hause gehen? Nein. Dieses Wüstenoutfit ist mir auch viel zu groß. Boah, Digga, dieser Mann killt mich so sehr, ne? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Kann mir jemand sagen, warum der da ist? Er wollte halt Pack-Opening in der Wüste machen. Deswegen ist er da. Steh auf, Elias. Denk an dein früheres Ich. Elias. Du hast es fast geschafft. Komm, noch ein bisschen. Wir haben es gleich geschafft. Nur noch diesen Hügel hoch. Und dann sollte man eigentlich die komplette Wüste sehen. Okay. Boah, das sieht aber geil aus da, muss ich sagen. Boah, 52 Grad. Wir haben keine Ahnung, wie viel das ist, aber es ist über 50. Wir haben es geschafft! Jawohl, 52 Grad. Endlich! Oh mein Gott, wir sind angekommen. Jetzt nur noch die Pakete auspacken und dann werde ich dir beweisen, Mama. Ich starte die Revolution gegen Kinder einzugräben, gegen deren eigenen Willen. So, na, lass mal anfangen. Okay, wir haben es endlich geschafft. Wir haben jetzt gerade, wir haben 51 Grad, sagt dieses Teil. Ich will sterben. Und ich werde mich jetzt aber zuerst mal umziehen. Dieses andere Giraffending überschlägt die ganze Zeit. Das ist viel zu heiß für dieses Dings.
Der Bree weiß halt gar nicht mehr, was er denken soll. Oh, Digga. Das ist über halt, das ist komplett hochgegangen, die rote Linie. Dem geht's gar nicht gut. Schon lange nicht mehr. Bevor ich die Pakete auspacke, werde ich aber nochmal meine Mutter anrufen, gucken, wie sie reagiert, wenn ich bei 50 Grad... Ja, du hast bestimmt Empfang da, Bruder. ...uneingecremt in der Sonne in Ägypten sitzt in der Wüste. Hi, Mama, wie geht's dir? Elias, wo bist du gerade? Ja, ich bin in der Wüste. Wie gesagt, ich bin in der Wüste. Hier sind es jetzt gerade 50 Grad, wie du sehen kannst. Ja, nicht, du hast dich nicht eingecremt. Elias? Nein, ich werde mich nicht eingreben. Doch, Elias, nein, du musst es machen. Kannst du vergessen, ich werde mich damit nicht eingreben. Wichtig. Auf gar keinen Fall. Weißt du, wenn du dir die Haut verbrennst, Mama, hat das späte jahrelang, Folgen. Jahrelang hast du mich Elias, gegen meinen nein, Willen nicht jahrelang. Eingecremt. Ich bin immer noch deine Mama nein. und du musst mir zuhören. Und, Elias, ich werde jetzt dieses Paket auspacken nicht weg, und ruf dich ne? dann gleich nochmal an. Nein, mal gucken, wie es mir dann geht, ob ich dann Sonnenbrand habe oder nicht. Wahrscheinlich, oder? Ciao. Okay. Einfach mal haben wir gedrückt. Frechheit. Ich muss es nur schaffen, 20 Minuten in dieser Hitze auszuhalten. Und anscheinend liege ich dann über dem Wert, was der menschliche Körper aushalten kann. Werde ich easy schaffen. Okay, wir packen direkt das erste Paket aus. Das Paket. Okay, noch 19 Minuten 50 steht oben links. Das ist von Victoria. Victoria hat das sehr süß eingepackt mit Löwen. Löwe, sehr süßer süß. Löwe. Dankeschön, Victoria. Wir haben einmal hier Löwenservietten. Sehr, sehr, sehr cool. Wow! Dankeschön für die Happy Birthday Löwen-Servetten. Weiter haben wir dann noch. Sass. Ach komm schon, was soll das? Ich bin in einer Wüste und ich soll hier einen Pony-Badeanzug anziehen. Was soll ich da denn jetzt mit? Wir haben hier dann einmal. Oh, wie süß! Das ist so für die Haare, dann habe ich bunte Haare. Das steht mir wunderschön bestimmt. Boah, geil. Mashallah, Bruder. Mashallah. Dann haben wir hier Lippenstift. Warum hast du nur Mädelsachen in dem Paket gepackt? Was soll ich mit Lippenstift? Ja, Elias, vielleicht ist es das Zeichen, dir mal endlich mal eine Freundin zu suchen, damit wir nicht immer jede Woche drei nochmal Tinder swipen müssen. Soll ich mir das jetzt auf meine Lippen spielen? Geil. Dankeschön für den tollen Lippenstift. Geil. Dann haben wir hier noch... Oh, der Lippenstift rollt weg. Ciao, Lippenstift. Dann haben wir noch mehr Haarspangen von Frozen. Auch wunderschön. Werde ich absolut nicht gebrauchen können. Was für Saft? Einfach Orangensaft. Was machen die Bries denn jetzt? Oh oh. Da kommen jetzt Jeeps an. Oh oh. Scheiße. Was ich noch nicht weiß, ist, dass dieses Paket mit ausschließlich Frauensachen, welche ich auch noch anprobiere, ein großer Fehler war. Und ich gucke. Film? Weil plötzlich kamen Leute in einem Jeep auf uns zugefahren. Noch mehr Frozen-Haarspangen und jetzt kommen gerade Leute auf uns zugefahren mit einem Jeep. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt vor mir wollen. Aber die stehen da mit einem Jeep relativ lange und gucken mir zu, wie ich mir Sachen in die Haare mache. Sass? Wir haben noch eine Badebombe. Vielen lieben Dank für die Badebombe, die ich absolut hier in der Wüste gebrauchen kann. Dankeschön, werde ich direkt benutzen. Dann haben wir noch totes Meer Schlammmaske. Bro, wenn du die jetzt dran machst, deine Haut trocknet instant aus. Digga, wenn du jetzt die tote Meerschlammmaske drauf machst, deine Haut trocknet aus des Todes. Was macht man hiermit? Reduziert den Fettgehalt der Haut um bis zu 38%, beugt Pickel und Mitesser vor. Was soll das denn jetzt heißen? Das werde ich mir nicht auf meine Haut schmieren. Ja, geil, Digga. Dankeschön. Die Haut ist gleich sowas von tot. Wir haben jetzt noch mehr Servietten, das kann ich gerade sogar gut gebrauchen, um meine Hände mit abzuputzen, weil diese Kacke klebt. Fühlt sich nicht anders an als Sonnencreme, hätte ich mich auch direkt eincremen können am Anfang vom Tag. Ich bin gerade in Ägypten und ich weiß nicht, wie die Leute für LGBTQ stehen. Oh, schwules Paar verhaftet in Ägypten, oh oh. Weil ich habe gerade Lippenstift drauf gemacht, deswegen weiß ich... Verhaftet und Folter unter LGBTQ-Mitgliedern, oh oh. Nicht, ob ich noch safe zu Hause ankommen werde, aber ist jetzt auch egal. Wohin wollen die, Alter? Hier haben wir noch nicht geahnt, wie ernst die Situation noch wird. Was machst du? Was sagst du? Ein paar Donuts ziehen. Ich schwöre. Wir haben hier noch von DM haben wir, Balea Handcreme. Oh, vielen lieben Dank dafür. Das kann ich sogar gebrauchen. Immer wenn man ein Paket auspackt. Also dieser Mann, ne? Dieser Mann bringt mich einfach um. Dieser Mann killt mich einfach. Hände eincremen vorher. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wo soll ich als nächstes Paket auspacken? Am kältesten Ort der Welt, in Japan, neben badenden Affen oder vor einer ägyptischen Polizeistation? Vor einer ägyptischen Polizeistation? Das wäre wild. Okay, dann haben wir hier noch Zaubershorts. Das sind Unterhosen. Oha, wie cool. Das Ding ist, Elias macht es wirklich. Wenn ihr schreibt, pack Pakete neben badenden Affen aus, macht ihr das wirklich. Ich schnarche nicht, ich vertreibe wilde Tiere. Das ist absolut korrekt.
sehe ich genauso. Das Problem gerade ist nur, dass mir immer noch zwei Leute in einem Jeep zuschauen. Aber das ist mir absolut egal. Gucken, ob das gut aussieht. Boah. Wo ist denn die Rückseite davon? Mashallah. Ist das schön? Was steht? Ich vertreibe wilde Tiere. Was ist das denn? Ich schnarche nicht, ich vertreibe wilde Tiere. Genau, so sieht's aus. Da haben wir irgendetwas, was eingepackt ist. In Löwen-Servietten. Ich hoffe, das ist keine Bombe, ich hoffe, das ist keine Bombe, ich hoffe, das Wasser, ich hoffe, das... bitte lass es Wasser sein, bitte lass es Wasser sein, bitte lass es Wasser sein. Das ist kein Wasser, das ist kein Wasser, das ist kein... Ein Pokal! Oha, beste Mama der Welt! Ah, was steht da drauf? Beste Mama... Was für beste Mama der Welt? Das ist für meine Mutter, ich bin in die Wüste gereist. Ich bin doch hierhin gefahren, um die Pakete zu packen. Warum soll ich das jetzt meiner Mutter schenken? Die ist diejenige, die mich immer eingecremt hat, nicht ich. Aber Dankeschön für beste Mama der Welt. Freut mich sehr, werde ich meine Mutter übergeben, wenn ich wieder zu Hause bin, ohne einen Sonnenbrand bekommen zu haben. Ich fliege morgen nach Hause. Wir haben noch Lippenstift. Lippenstift, man kennt ihn. Bin ich jetzt ein schönes Mädchen. Oh, wie süß. Vielen Dank für den Nagellack. Werde ich nicht hier benutzen, weil ich dann wahrscheinlich hinter Gitter komme. Dann haben wir nochmal Nagellack. Oh, Mashallah, Bruder. Alter. Auch wunderschön. Vielen Dank für den Nagellack. Und dann noch einmal. Oha! Das ist Thomas Gottschalk als Löwe. Digga, da ist doch was drin. Da ist doch Futter. Da ist doch irgendwie so Essen drin. Digga, Thomas Gottschalk, mein Löwe. Mein Löwe, mein Bär, mein Thomas Gottschalk. Ist das Löwenfutter von Thomas Gottschalk? Das Hundefutter! Was soll ich denn mit Hundefutter in der Wüste? Zehner, dass es gleich isst. Zehner, dass es probiert. Alter, aber kann nicht jemand mir irgendwie was zu trinken geben oder so? Was soll ich hiermit? Ja, es sieht aus wie Hunde. Oh, Bro. Hundefutter ist absolut ekelhaft. Bah! Ihh, doch dieses Wasser! Du Ekel! Scheiße, ich bin Vegetarier, verdammte Scheiße. Vielen lieben Dank für die tollen Sachen, hat mich sehr gefreut, absolut gar nicht. Badeanzug kann ich leider hier nicht anziehen. Und dann stieg jemand aus dem Auto. Es hat sich herausgestellt, dass dies unser Guide war, der uns hier hingeführt hat, der übrigens sehr schöne, tolle Bilder von uns gemacht hat. No? Er ist zu uns gefahren, um uns zu sagen, dass die Polizei vorbeikommt jeden Moment. Was sehr schlecht ist, weil ich erstens unerlaubt filme, wir hier nicht sein dürfen und am allerschlimmsten nicht Lippenstift und Nagellack aufhabe. Keine Ahnung. Ich habe mich in dem Moment nur gewundert, wieso der Guide das jetzt nicht vorher gesagt hat und es so plötzlich kommt. Oh oh. Ja? 20 Minuten. 20 minutes? Hä? Sorry? Ich hab den nicht gehört. We have to go right now. Was in der Regel kein großes Problem darstellt, weil wenn die Polizei kommt und sieht, dass man filmt, gibt man denen halt einen 100er in die Hand und sie sind weg. Why didn't you tell me? Wieso er aber jetzt auf einmal sagt, dass ich abhauen soll, ist wegen meinem Aussehen. Meine komplette linke Hand war voll mit Glitzernagellack und meine rechte Hand mit knallpinken Nagellack, welche ich auch nicht mehr abbekommen habe. Was zu einem Problem führen kann, wenn die Polizei mich so sieht. Oh. Deswegen, der Guide so plötzlich wollte, dass wir verschwinden. But we are in the middle of it right now, like 50 minutes. Ich war aber gerade mal beim ersten Paket und musste planmäßig noch drei auspacken. Ich habe mich dann kurzfristig entschieden, trotzdem weiterzumachen und nach langem Hin und Her mit dem Guide habe ich ihn überreden können, noch 10 Minuten hier die restlichen drei Pakete auszupacken. Und genau dann trifft uns ein Sandsturm, welcher alle Sachen weggeblasen hätte. Die Zeit tickt. Oh oh, oh oh. Warum sagt der Bre das nicht? Ich glaube ihm das irgendwie nicht. Ah, verdammt, Alter. Komm, bitte beeil dich. Bitte Wind, bitte, 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 bitte Wind, bitte Wind, bitte Wind, bitte Wind, bitte Wind. Oh, verdammt, bitte Wind, bitte, 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 bitte. Polizei jetzt. Bitte. Anscheinend kommt jetzt gleich die Polizei. Ich muss jetzt schnell fertig werden. Aber der Wind bläst gerade viel zu hart. Bitte Wind, bitte auf, bitte auf, bitte auf, bitte auf. Okay, ich versuche es einfach mal direkt weiterzumachen, auch wenn der Wind noch gerade relativ stark ist. Aber ich habe jetzt im Moment keine andere Wahl. Dieses Paket ist von, keine Ahnung von wem das ist, ich mache es einfach auf.
Bitte lass da Wasser drin sein, bitte lass da Wasser drin sein, bitte lass da Wasser drin. Okay, er musste 9 Minuten überleben, dann hat er über 20 Minuten lang ohne Sonnencreme in der Wüste überlebt. Wow, das war flüssiges drin, aber kein Wasser. Zuerst haben wir hier einen Brief, ich habe diesen Brief absolut zerrissen. Ich hoffe, man kann es noch irgendwie entziffern. Moin Elias, der hübsche Boss, mit dieser Fan, bla bla bla, 5 Euro Versandkosten. Dankeschön, vielen Dank für den Brief. Imagine, du gibst dir so voll viel Mühe mit dem Brief und er liest es so vor. Dann haben wir einmal, oha, wie süß, ein Hund, oh, wie süß. Boah, wie süß der ist, oh. Bitte erlöse mich vom Schmerz. Dann haben wir noch einen Hase, einen Lindhase. Guck mal, die küssen sich. Ist doch. Aber die sind beide. Alter, sind beide dieser, cool, dieser Mann ist so random. Dieser Mann ist so goddamn random. Oh. Ja, aber ich mach's trotzdem, weil ich bin gegen Homophobität. Dann haben wir noch einen Oktopus. Boah, guck, der ist böse. Das ist, wenn man hetero ist. Das ist, wenn man schwul ist. Ich weiß, wie er das meint, aber der Satz, den kann man gut aus dem Kontext reißen. Ich weiß, dass er es meint mit, die Polizei ist dann böse, wenn man, aber... Hui, Alter, wir machen weiter. In den Emiraten. Dankeschön. Dann haben wir noch einen grünen Pikachu, auch super cool. McDonald's-Socken. Wunderschön. Hi. Hallo. Bitte winter auf, ich hab nur noch 10 Minuten, ich hab nur noch 10 Minuten, um diese Pakete auszupacken, sonst wäre alles umsonst gewesen, wenn ich die Pakete jetzt nicht auspacke. Wir haben hier dann noch ein Radio, oha, bin ich gespannt, kann ich hier mit ägyptisches Radio hören jetzt? Was? Was? Als ob es da rauskommt. Bitte lass es keine Mandarine sein, bitte lass es keine Mandarine sein, bitte lass es keine Mandarine sein, bitte lass es. Es ist eine Mandarine! Die Mandarine ist noch gut! Bro! Oh, die ist auch nicht mehr gut! Gleich ist kranker. Und noch ein. Bitte flieg mir nicht weg! Huh? Bitte flieg mir nicht weg! Noch ein Minecraft-Buch. Und da, Alter! So, dann packe ich direkt das. Das Ding ist ganz kurz, bevor die. Ich will kurz Kommentare vorwegnehmen. Der Mann hat die Sachen nachher auch alle aufgehoben, die weggeflogen sind. Also keine Sorge, dass er da einfach Müll in der Wüste lässt. Nein, das tut ihr nicht. Nächste Paket aus, das ist dieses hier, das ist relativ schwer. Ich bin gespannt, was da drin ist. Das ist auch gut eingepackt. Wir haben nur noch 5 Minuten Zeit, bis die Polizei kommt. Ich wohne mit dem in einem Office und der räumt seinen Müll immer weg. Und dann haben wir auch den Rekord gebrochen mit den. Außer den, der in der Spüle liegt. Den räumt er nicht weg. 20 Minuten, was man halt in der Sonne aushalten kann. Okay, Wind hört wieder auf, aber die Brees da im Jeep machen immer noch Stress. Wenn die Polizei kommt, werde ich ehrenlos verhaftet. Ich habe Lippenstift und Nagellack. Bitte mach das Paket schnell auf, bevor die Polizei kommt. Bitte mach das schnell auf. Nur noch ein letztes. Wir haben hier in diesem Paket... Digga, was? Willst du mich verarschen? Einfach Sand, let's go. Das Sand drin! Ich gehe doch nicht in eine Wüste, um Sand zu bekommen von irgendjemandem. Hier ist überall Sand. Dann haben wir noch das allerletzte Paket. Das ist dieses hier. Wow, wir haben hier einmal eine Kappe. Das kann ich sogar gebrauchen. Vielen lieben Dank dafür. Dann habe ich hier noch drin eine Ente, die geköpft wurde. Rippente. Vielen lieben Dank für die Ente, die schon tot ist. Hat den Sand auch weggeräumt, vorhin ist Sand. Lol. Noch ein Ball, was auch immer ich hiermit jetzt anfangen soll, mitten in der Wüste. Yu-Gi-Oh-Karten. Oha! Was ist denn das da vorne? Ich sehe es nicht. Sehr, sehr, sehr cool. Werde ich mal gucken, ob die irgendwie einen Wert haben. Werde ich jetzt hier einblenden, wie viel Wert die haben. Oh, 43, let's go. Vielen lieben Dank dafür. Und dann haben wir zu guter Letzt noch einen Brief. Hallo, need to know. Wir finden deine Videos sehr lustig und deswegen schicken wir dir dieses Paket. Ich hoffe, es gefällt dir. PS, darf der Kevin spielen kommen? Nein, darf er nicht. Dankeschön für das wunderschöne Paket, für die toten Enten, für die Yu-Gi-Oh-Karten, die bestimmt sehr viel wert sind. Vielen lieben Dank. Und ich glaube... Und er hat 20 Minuten ausgehalten. Hiermit habe ich die 20 Minuten überstanden. 20 Minuten sind um. Und jetzt kommt Polizei, ich sag's euch. Oder sein Kamel kommt jetzt wieder. Ich muss jetzt meine Mutter noch anrufen, gucken, was die sagt. Wenn ich hier jetzt es überstanden habe und es ihr beweise, dass ich die 50 Grad 20 Minuten lang ausgehalten habe. Hi Mama, ich bin noch in der Wüste. Immer ich habe jetzt alles ausgepackt, alle Pakete wurden ausgepackt, hier ist ein Hund. Na Gott sei Dank. Was ist, Elias? Oh nein, der Arme, der muss weinen. Was ist los? Was passiert? Ich bin ehrlich, es tut so weh. Elias? Es tut so weh, meine Haut ist den ganzen Tag am Brennen. Ich kann nicht mehr. Elias, hast du dich nicht eingecremt? Du hast recht gehabt, Mama.
jetzt. Elias, komm, es ist nicht zu spät. Du kannst es jetzt mal machen. Elias, creme dich bitte jetzt ein. Ja, ist okay. Komm. Und mach, dass du da wegkommst aus der Sonne. Ich hab so Durst, ich will nach Hause, Mama. Ich will nach Hause. Oh nein, der Arme. Komm, bitte. Okay. Komm jetzt da weg. Komm nach Hause. Komm nach Haus, Elias, komm nach Haus. Das Risiko, Hautkrebs zu bekommen, wenn man einmal oder mehrere Male einen Sonnenbrand bekommen hat, verdoppelt sich oder wenn nicht sogar verdreifacht sich das Risiko auf Hautkrebs. Deswegen eincremen, Freunde, eincremen. Und das Wichtigste ist nur, hört auf eure Mutter und... Ist so. Cremt euch ein. Vergiss nicht, hier abzustimmen und hier hat Elias Pakete über den Wolken ausgepackt. Das war ein schönes Video. Das war ein schönes Video. Ich lasse ein Like da. Schauen wir doch keine Polizei mehr. Das war ein schönes Video, Freunde. Falls euch das Video auch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Und falls ihr mal wollt, dass ich auch mal mit dem lieben Elias zusammen streame, dann abonniert gerne diesen Kanal. Dann kann ich das mal machen. Deswegen abonniert gerne rein, falls ihr mal wollt, dass ich mit dem zusammen streame. Und ansonsten macht, lasst gerne liebe Grüße bei ihm da. Mal rein. Tschüssi. Das war die Reaction.